herzlich willkommen zur Medienrunde vor unserem Heimspiel am Samstag gegen Türkspor Dortmund. Wir erwarten über 15.000 Fans in der Schauinsland-Reisenarena. Herzlich willkommen den Medienvertretern und vor allem unserem Trainer Dietmar Hirsch. Nicht wundern über den Krach hier draußen mit Rasen gemäht. Dietmar, wie groß ist die Vorfreude auf den Samstag? Ja, ich habe es, glaube ich, schon mehrfach betont. Ich freue mich total. Auswärtsspiel war schon mega. Und jetzt in die Arena einzulaufen, durch den Tunnel zu kommen, die Fans zu sehen, die Kurve zu sehen. Also wir freuen uns riesig. Ich freue mich persönlich riesig, aber die Spieler auch. Ja. Magst du einen kleinen Ausblick auf den Stand beim Personal bei uns geben, bitte? Eigentlich hat sich zu letzter Woche wenig getan. Josh Bitter ist ja weiterhin im Aufbautraining, ist aber jetzt vermehrt auf dem Platz. Nächste Woche vielleicht mit den ein oder anderen kleineren Zweikämpfen schon. Da sieht es ganz gut aus. Yannick Zamel hat noch Probleme. Muss man gucken. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, wo die Ursache ist. Das ist natürlich dann auch ein mentales Problem für den Jungen. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da ganz schnell eine Lösung finden. Und Michel fängt heute wieder an zu laufen, hat etwas Probleme noch gehabt aufgrund seiner viralen Infektion. Die Werte waren noch nicht hundertprozentig gut, aber heute sieht es besser aus. Er fühlt sich besser und wird heute zumindest laufen, aber wahrscheinlich dann fürs Wochenende keine Alternative sein, sodass wir eigentlich einen unveränderten Spieltagskader haben werden. Vielen Dank, Dietmar. Und dann starten wir mit euren Fragen, bitte. Wer mag beginnen? Dirk Retzlaff, bitte. Ja, moin. Jetzt im Nachgang zum Gütersloh-Spiel, gibt es denn Gründe, die Mannschaft zu verändern gegen Dortmund? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir verändern nichts oder wir verändern punktuell was. Aber da sind wir noch nicht hundertprozentig sicher. Wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Wir haben uns natürlich jetzt im Laufe der Woche, nachdem wir das Spiel in Gütersloh aufgearbeitet haben, mit Türkspor beschäftigt und gucken, was da das Beste ist, sowohl von der Grundausrichtung her, wie auch vom Personal her. Und von daher sind wir noch nicht hundertprozentig sicher, aber beides ist möglich. Wären jetzt Veränderungen dem geschuldet, dass manche Dinge nicht so geklappt haben, wie du es wolltest, oder halt einfach auf den Gegner Türkspor bezogen? Ach, ich war eigentlich mit vielen Dingen im Reinen. Also wir haben, glaube ich, viele Dinge gut gemacht. Wir haben immer gesagt, das haben wir letzte Woche ja auch bestätigt, schon in der PK, dass nicht alle Dinge hundertprozentig laufen können. Die Abläufe brauchen halt bei einer neu zusammengestellten Mannschaft einige Zeit. Aber der Sieg hilft uns. Und wenn man gewonnen hat, wenn man hinten zu Null gespielt hat, dann haben wir, glaube ich, viel richtig gemacht. Und also es kann immer von Woche zu Woche was passieren. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, never change a winning team, sondern wir beachten die Trainingsleistungen. Ich habe es ja letzte Woche betont. Die Kaderdichte von der Qualität her ist sehr gut, ist sehr, sehr homogen. Und von daher kann sich auch jeder, glaube ich, berechtigte Hoffnungen machen zu spielen. Wir lassen alles einfließen. Das letzte Spiel, den neuen Gegner, die Trainingseindrücke und dann werden wir entscheiden. Aber das machen wir dann immer zum Ende der Woche hin. Wir werden vielleicht auch nochmal das ein oder andere ausprobieren im Training. Und dann spätestens nach dem Abschlusstraining sind wir uns dann sicher. Habt ihr ja die komplett umgekrempelte Truppe bzw. Kader. Wie lange dauert es denn, bis du sagst, okay, jetzt sind wir an dem Punkt, alle Mechanismen greifen, wir sind eingespielt? Ach, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass wir nach der Vorbereitung jetzt im ersten Spiel schon viele Dinge richtig gemacht haben. Also wir sind schon ein Stück weit eingespielt, das denke ich schon. Vor allen Dingen, wenn man wenig zulässt, wenn man gut verteidigt, wenn man zu Null spielt. Ich glaube, wir haben auch nach vorne hin viele Torchancen gehabt. Wir haben Fernschüsse gehabt, die gefährlich waren. Wir sind über außen gut durchgekommen. Also ich denke, wir sind relativ weit. Wir müssen vielleicht vor dem Tor noch ein bisschen konsequenter sein. Man hat dann gesehen, hinten raus hätten wir auch durch den Konter, den Simon gefahren ist, hätten wir ein bisschen mehr Ruhe gehabt, wenn wir da ein bisschen abgeklärter gewesen wären. Aber da mache ich dem Jungen keinen Vorwurf. Also wir haben Chancen gehabt. Nochmal, wir haben ein, zwei Sachen zugelassen. Da haben wir dann aber auch einen guten Torwart mit Max. Von daher bin ich sehr zufrieden. Ich glaube aber, dass man nie bei 100% ist. Wir haben 34 Meisterschaftsspiele. Es ist immer eine Entwicklung. Man kann sich immer verbessern. Und von daher ist so eine Entwicklung auch nie abgeschlossen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind meiner Meinung nach relativ weit. Und das wollen wir natürlich jetzt auch im ersten Heimspiel zeigen. Was wisst ihr über Türkspor Dortmund? Wie konntet ihr euch auf den Gegner vorbereiten? Also wir haben Videomaterial, ich war aber letzte Woche auch persönlich in Felbert, also das ist, glaube ich, das Beste, was man sich angucken kann und von daher habe ich
einiges gesehen. Wir haben uns auch mit den Vorbereitungsspielen beschäftigt, wobei die nicht so ganz aussagekräftig waren wie das letzte Spiel oder beziehungsweise das erste Spiel gegen Wuppertal. Da haben wir einige Erkenntnisse sammeln können und von daher, denke ich, sind wir da auch gut vorbereitet. Was zeichnet Dortmund aus? Mut, viele Emotionen, positive Emotionen. Türkspor will auf jeden Fall Fußball spielen. Zumindest haben sie es gegen Wuppertal gemacht. Sie haben mutig hinten rausgespielt. Sie haben technisch sehr versierte Spieler, haben in der Offensive auch den einen oder anderen mit Geschwindigkeit. Und ja, wie gesagt, ich glaube, Türkspor wird auch bei uns in der Arena mutig Fußball spielen. Aber das werden wir auch machen. Und ja, dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Aber ich werde natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten, was die Stärken und Schwächen von Türkspor sind. Das werde ich mit meiner Mannschaft besprechen und analysieren. Und dann nochmal, wir werden gut vorbereitet ins Spiel gehen. Okay, erstmal gebe ich mal weiter. Danke. Ja, sorry nochmal eben für die Lautstärke. Das ist noch nicht der Fanmarsch. Wir haben einen Traktor, der uns heute bei der Pressekonferenz hier draußen begleitet. Christian Brausch, bitte. Ja, hallo zusammen. Hallo. Erst Türkspor, dann das Derby gegen Oberhausen. Sind wahrscheinlich so die größtmöglichen Gegensätze, die es in dieser Liga gibt. Ist das im Hinterkopf schon so ein bisschen drin mit RWO oder kriegen Sie das hin, dass die Mannschaft sich wirklich jetzt nur auf dieses Heimspiel konzentriert und das Derby erst dann ab dem nächsten Montag eine Rolle spielt? Wir beschäftigen uns nur mit dem ersten Heimspiel. Wir wissen, dass wir eine große Kulisse haben, da freuen wir uns drauf. Wir wissen, dass wir einen sehr motivierten und engagierten Gegner haben. Da konzentrieren wir uns drauf. Und Oberhausen ist komplett weit weg. Also wir leben wirklich da ganz gut mit, dass wir sagen, von Spiel zu Spiel schauen wir. Und wir haben das, ja, wir haben in der Vorbereitung und zum Ende der Vorbereitung wirklich auch nur mit Gütersloh beschäftigt. Ich glaube, das ist ganz gut aufgegangen. Und das machen wir jetzt mit Türkspor auch und da fahren wir ganz gut mit. Und dann kann man ab Samstagabend, Sonntagmorgen, wie auch immer, sich mit Oberhausen beschäftigen. Aber ja, jetzt völliger Fokus auf das erste Heimspiel. Im letzten Jahr hat Aachen eine tolle Erfolgsstory geschrieben, hat einen relativ schlechten Start und hat dann eine große Aufholjagd gemacht, hat am Ende das Stadion immer voll, hat Rekorde erzielt, was die Kulisse angeht. Ist das eine Story, die der MSV wiederholen kann? Weil man merkt jetzt, der Neustart ist da, die Euphorie ist da, der Start ist gelungen, jetzt werden um die 15.000 Fans erwartet. Ist das so eine Story, die man schreiben kann, wenn alle an einem Strang ziehen und dass man dann am Ende auch das Stadion voll hat und dann, ja, da also braucht die Gruppe jetzt noch nicht drüber reden, aber ist das so ein Ding, was man vielleicht anpeilt? Also ich möchte nichts anpeilen, was andere Vereine hatten. Ich glaube schon, dass wir ein eigenständiger Verein sind, ein besonderer Verein sind. Natürlich haben wir ein ähnliches Stadion von der Größe, von der Kapazität her wie Aachen. Und mit Sicherheit kriegen wir, wenn wir erfolgreich sind, das Stadion auch relativ voll. Also das hat man jetzt schon gesehen, die Euphorie ist groß. Wir haben zum Glück oder sind zum Glück mit einem Sieg gestartet, sodass die Euphorie auch nicht gebremst ist. Ich bleibe dabei, Euphorie muss kontrolliert bleiben. Das müssen wir so ein bisschen auch von der Mannschaft fernhalten, dass wir uns schon fokussieren, aber auf die Kulisse freuen. Und wir haben schon einen riesen Unterschied zu Aachen. Aachen hat das Auftaktspiel verloren, wir haben das Auftaktspiel gewonnen. Also ist es eine eigene Geschichte, die wir schreiben wollen. Und dann gucken wir mal, wie das Buch am Ende aussieht. Aber wir sind sehr mutig, glaube ich, sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir Ähnliches erreichen können. Aber es ist harte Arbeit. Und was gerade gesagt wurde, wir müssen wirklich, und das habe ich letzte Woche auch betont, alle an einem Strang ziehen. Das habe ich ja letzte Woche gesagt, wir können den Aufstieg nicht versprechen oder den Erfolg nicht versprechen. Wir können versprechen, dass wir alles geben. Ich glaube, das hat die Mannschaft letzte Woche gemacht. Das haben wir im Staff, im Trainerteam gemacht. Das haben die Zuschauer wirklich komplett unterstützt. Da bin ich echt nochmal mega dankbar. Und das wollen wir jetzt auch genauso im Heimspiel machen, dass alle Vollgas geben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir auch im ersten Heimspiel erfolgreich sind. Jetzt gab es noch einen Fanaufruf. Jeder soll nochmal bei sich zu Hause trommeln, in der Familie, bei Freunden und Verwandten. Glauben Sie intern, dass es vielleicht sogar mehr als die 15 dann werden können, wenn jeder wirklich nochmal 1, 2, 3 anspricht? Oder sind Sie mit den 15.000 auch? Das wäre schön. Also ich habe es zu Hause gemacht. Der ein oder andere kommt auch mit. Also bei mir hat es funktioniert. Ich glaube, bei dem einen oder anderen Fan auch. Vor allen Dingen die Fans, die in Gütersloh waren. Die konnten, glaube ich, die Emotionen ganz gut rüberbringen und den ein oder anderen anstacheln, ins Stadion zu kommen. Ob es dann 15, 16 oder 20 sind, ist, glaube ich, egal. Das Stadion ist sehr, sehr gut gefüllt. Wir sind echt dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir werden versuchen, vieles zurückzuzahlen und Vollgas zu geben. Und wir freuen uns einfach. Ich glaube, es ist dann im Nachhinein egal, ob es 16 oder 20.000 sind. Aber je mehr, desto besser. Und wenn das Stadion ganz voll wird, ist auch nicht schlimm.
Eine Frage noch zur Personalplanung. Geht noch bis Ende August. Sie sagten auch, Sie würden gerne vielleicht den einen oder anderen Spieler noch dazu bekommen. Gibt es da irgendwas Neues oder gibt es noch vielleicht jemanden, der sich mal im Probetraining vorstellt? Wie ist da der Stand? Also Probetraining diese Woche nicht, eventuell nächste Woche wissen wir nicht, aber ich habe es ja letzte Woche auch betont, wir haben überhaupt keinen Druck. Wir haben jetzt mit Michel Brink 19 Feldspieler, die aktuell gesund sind. Wir haben zwei, die noch ein bisschen ja, kränkeln, wobei Josh Bitter relativ zügig, denke ich, zurückkommt. Und ob wir da noch ein, zwei Spieler holen, macht, glaube ich, Sinn, aber es muss auch hundertprozentig passen. Wir müssen uns dann schon auch wirklich verstärken und nicht den Kader nur auffüllen. Und da wir einen großen Kader aktuell schon haben, die Jungs eine super Qualität haben, haben wir, wie gesagt, keinen Druck und lassen uns da auch nicht drängen oder unter Zeitdruck setzen. Wie gesagt, bis Ende August ist noch viel Zeit und wir sind da geduldig und entspannt. Gibt es weitere Fragen in der Runde? Jochen Knarzer, bitte. Ein freundliches Hallo in die Runde eigentlich, wie immer. Hallo. Dietmar, Otto Rehhagel sprach von einer kontrollierten Offensive. Du sprichst seit Anfang an von einer kontrollierten Euphorie. Wenn 15.000 oder mehr die Mannschaft in der Duisburger Arena nach vorne peitschen wollen, wie willst du der Mannschaft beibringen, das zu kontrollieren? Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch ganz gut hinbekommen, in einem engeren Stadion mit Heimspielatmosphäre von unseren Fans. Und das war ja ein Vorgeschmack. Und ich denke, dass es noch etwas emotionaler, etwas größer, etwas lauter wird bei uns in der Arena. Aber ich glaube, meine Spieler haben das auch nach dem Spiel gesagt, wie geil sie das einfach fanden. Und ja, da brauche ich überhaupt nichts bremsen. Also wir wissen, was wir zu tun haben. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Nämlich es geht um 3 Punkte. Wir wissen, wie wir Fußball spielen wollen, was wir machen müssen gegen den Gegner. Und die Zuschauer werden uns hoffentlich wieder tragen, so wie es in Gütersloh war. Und dann ist es eine runde Sache, wenn am Ende ein positives Ergebnis bei rauskommt. Aber ich muss meine Spieler jetzt nicht explizit darauf vorbereiten, welche Lautstärke, welche Kulisse im Stadion herrscht. Weil nochmal, das war letzte Woche ein guter Start und so kann es weitergehen. Danke. Vielen Dank, Jochen. Dirk Kretzler, bitte. Ihr wechselt die Auswechselbank. Aberglaube oder die Flucherei gegen den Linienrichter soll nicht gehört werden oder wirklich die Nähe zu den Fans. Was gab den Ausschlag? Also für mich ist das selbstverständlich, dass ich in der Nähe meiner Fans bin. Also ich stelle mir vor, wenn wir da in der Ecke ein Tor schießen und die ganze Bank und die ganze Mannschaft dahin rennt und mit unserer Kurve ein Tor feiert. Ich weiß jetzt nicht, ob in irgendeinem Stadion, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, ob es irgendwo einen Verein gibt, der die Auswechselbank nicht nah bei den Fans hat. Also ich habe keinen Verein gefunden, vielleicht gibt es einen oder zwei, keine Ahnung. Aber für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Nähe zu den Fans haben, dass wir uns auf der Seite warm machen, dass wir unsere Auswechselbank bei den Fans haben. Und da gab es von Anfang an, also von Tag 1 an, war für mich klar, dass wir diese Auswechselbank nehmen. Das hat nichts mit Aberglaube zu tun. Auch nichts mit dem Linienrichter, sondern es geht einfach darum, dass wir nah bei unserer Kurve sind. Jetzt nochmal zu Max Braun, der Torwart. Du sagtest eben, hat eine gute Leistung gemacht. Er ist ja Nummer 1 Leit, wenn ich da, also na, nicht eine feste Nummer 1, hast du ja so formuliert. Trotzdem, wie gehst du jetzt damit um? Muss er erst sich verletzen oder Böcke schießen, bevor du denkst, meinen Torwart zu wechseln? Oder ist es vielleicht auch eine Sache, dass du sagst, nach ein paar Wochen ist der andere mal dran? Wie ist so da bei euch die Richtlinie? Also Max hat im ersten Spiel das Vertrauen bekommen, auch im letzten Test. Er hat das zurückgezahlt und viele Spieler haben ihre Leistung gebracht und Max hat seinen Platz verteidigt, auf jeden Fall. Und er wird jetzt gegen Türkspor auch im Tor stehen. Er darf sich aber mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen Fehler erlauben. Also ich werde jetzt nicht, wenn er einmal daneben greift oder rauskommt und ein Fehler passiert, werde ich nicht sofort wechseln. Also ich glaube, das hat er sich auch in der Vorbereitung erarbeitet. Das ist bei anderen Spielern aber genauso. Also wenn Spieler jetzt in der Offensive sind, fleißig sind und nicht unbedingt direkt das Tor treffen, aber weiter fleißig arbeiten für die Mannschaft, dann werden sie auch erstmal spielen. Also das ist halt so. Wir haben jetzt so einen Stamm gefunden. Das ist einfach so. Das hat, glaube ich, jede Mannschaft, dass wir jetzt nicht 6, 7, 8, Spieler jedes, Spiel oder jede Woche wechseln. Und nochmal, Max hat ein super Spiel gemacht, hat uns in ein, zwei Situationen echt die Null gehalten und ja, strahlt sehr viel Ruhe aus, sehr viel Souveränität. Man hat, glaube ich, zwei, drei Bälle gesehen, wo er rausgekommen ist, wo er sich durchgesetzt hat, wo er mutig rausgekommen ist.
Und von daher ist er jetzt erstmal im Tor und braucht sich ja kurzfristig keine Gedanken zu machen. Aber nochmal, er muss Leistung bringen, so wie alle anderen auch. Wir sind in der Leistungsgesellschaft, aber man darf bei mir auch Fehler machen, wenn man mutig spielt und fleißig ist. Okay, der neue Vorsitzende ist rege unterwegs, hat sich bei Uwe Schubert diese Woche vorgestellt, bei dem einen oder anderen Sponsor, war gestern im Fernsehen, gab es schon Kontakt mit euch? Wir haben telefoniert. Stand jetzt ist es so, dass er gleich kurz mal vorbeischaut, sich der Mannschaft vorstellt, weil ich finde es halt einfach wichtig, dass wenn man den Vorstandsvorsitzenden vorher mal sieht, nicht, dass man nachher beim Heimspiel ist und gar nicht weiß, wer es ist, weil meine Spieler waren jetzt nicht bei der Mitgliederversammlung. Ich habe ihn aus der Ferne gesehen, wie gesagt, wir haben telefoniert und ich finde es dann halt ganz wichtig, dass zumindest der Vorstandsvorsitzende mal vorbeischaut und Hallo sagt und die Spieler dann auch persönlich beim ersten Spiel oder nachher im VIP-Raum, ja, dass man sich erkennt hat, einfach finde ich halt wichtig. Ja, jetzt habe ich abschließend noch eine Frage zu diesem Spiel bei Schalke 04. Wisst ihr von Überlegungen, das eventuell in die Arena zu verlegen, weil das Fassungsvermögen des kleinen Parkstadions würde ja beim jetzigen Hype nicht ausreichen? Kann ich jetzt nicht zu sagen, muss Liegen Martin uns wahrscheinlich. bislang keine Informationen darüber vor, ne? Okay. Danke. Gut, dann schauen wir Eine noch mal in die Runde. Jochen, bitte. Nachfrage noch. Ja, irgendwie siehst du meinen Finger oder der ist zu kurz. Kann Der ist auch sein. kurz. Nähe zu den Fans, Dietmar. Jetzt ist auch noch aufgetaucht, wenn ihr die Bank zu den Fans, also die linke Bank, nehmt, stellt sich die Mannschaft dann auch auf der linken Seite zur ersten Halbzeit auf? Weil der Wunsch ist ja jetzt auch aufgetreten, dass es früher eben so war, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit mit die Fans im Rücken hatte und in der zweiten Halbzeit auf das eigene Tor, auf die eigenen Fans gespielt hat, was in den letzten, ich sage jetzt mal, Jahren auch nicht so aufgetreten ist. Hast du davon irgendwas gehört? Hören wir uns wieder? Ja. Okay, also auf die Frage, wir werden die linke Bank nehmen, wir werden uns links warm machen, also bei Bei anderen machen, also Fans bei. und wir werden auch links einlaufen und dann hängt es natürlich davon ab, ob wir die Platzwahl gewinnen oder nicht. Aber es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass alle Mannschaften, die eine extrem stimmungsvolle Kurve haben, dass die in der zweiten Halbzeit auf ihre Kurve spielen wollen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Nur wie gesagt, wenn der Gegner die Platzwahl gewinnt, dann sind wir davon abhängig. Aber sonst ist das, glaube ich, selbstverständlich. Das weiß mein Kapitän, das weiß ich. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich kenne es so aus der Vergangenheit und von daher, ich weiß gar nicht, ob ist die Mannschaft wirklich reingekommen und hat sich rechts hingestellt. Ich weiß das gar nicht in der Vergangenheit, aber für uns wird alles bei den Fans sein und dann, wie gesagt, bei der Platzwahl ist es 50-50. Rechts war die Bank, rechts ist er aufgelaufen. Ja. Gab es zumindest. Okay, Naja, gut. Dankeschön. Wir haben es ja jetzt geklärt und wir werden es so machen, wie ich gesagt habe. So wird die Mannschaft das auch haben wollen und von daher glaube ich, können alle gut damit leben und alle finden das, glaube ich, ganz gut, so wie ich das im Umfeld mitbekommen habe. Also viele Fans haben sich das gewünscht, aber nochmal, für mich war das von Anfang an klar. Ich habe es in den letzten Jahren schon nicht verstanden, warum man weit weg von den Fans ist, aber das muss jeder selber wissen. Wie du eben sagtest, vielleicht ist ein Trainer abergläubisch, vielleicht gibt es andere Gründe, aber so, ich glaube vor allen Dingen an meine Mannschaft, an den Verein, aber Aberglaube ist jetzt nicht angebracht. Back to the roots, was zum Neuanfang. Dankeschön und viel Erfolg. Vielen Dank. So, jetzt hatten wir Tonprobleme und Traktorenprobleme. Das heißt, Samstag wird alles klappen. Das ist sehr erfreulich. Vielen Dank für eure Fragen, dir Dietmar, für deine Antworten. Gerne. Euch allen einen sonnigen Tag und bis Samstag. Ciao. Danke. Danke. Ciao.